Grüße, Internetmenschen. Ich bin Marner, so wie Arne, nur mit M, und im März geht's steil. Vermutlich schaffe ich es nicht, das Video noch im März fertigzustellen. Heute am 25. Februar schreibe ich zumindest das Skript. Heute am 26. Februar habe ich es geschafft, die Tonspur einzusprechen. Aber lasst euch davon nicht beirren. Die Sonne kommt schließlich wieder raus, es wird wärmer. Vermutlich chillt ihr sowieso lieber im Park, als Serien zu schauen. Falls ihr am Heiligen Sonntag aber trotzdem mal nur zu Hause auf der Couch lümmeln wollt, hab ich das richtige Programm im Gepäck. Zum Start gibt's aber nochmal einen kurzen Rückblick in den Februar. Denn als ich das Februar-Video gemacht habe, stand es noch nicht fest, aber Netflix hat bereits die zweite Staffel von The Punisher veröffentlicht. Also Nils, bevor du dich beschwerst, dass ich dich nicht informiert habe, Frank Castle schwingt auch schon wieder seine Knarren. Damit wird es übrigens die vorletzte Marvel-Serienstaffel überhaupt sein. Denn Marvel hat bereits alle Verträge mit Netflix aufgekündigt und die letzte Staffel, die wir noch nicht gesehen haben, wird Jessica Jones sein. Ob die euch bekannten Helden bei Disney Plus eine Zukunft haben werden, ist noch nicht bekannt. 8 Tage sind ein bisschen weniger als 9, aber immerhin mehr als 7. Wie dem auch sei, in 8 Tagen geht die Welt unter. Zumindest in der gleichnamigen Serie auf Sky. Ab dem 1. März werden wir sehen, wie eine Berliner Familie ihre letzten Tage auf Erden verbringt, nachdem bekannt wird, dass ein 60 Kilometer langer Meteor in Europa einschlagen wird. Da stellt sich mir doch die Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, ihr hättet noch eine Woche vor dem Untergang? Sämtliche Delikatessen der Erde gönnen? 7 Tage durchfeiern? Im Lauf gegen die Zeit euer Kinderbuch zu Ende schreiben? Napoleon Dynamite schauen? Endlich die Quest auf Alastor beenden? Ich denke, ich würde mir mal die Emoji-Movie anschauen. So schlecht, wie alle sagen, kann der eigentlich gar nicht sein. Aber wahrscheinlich ist er doch so schlecht. Ich glaube auch, dass er ganz schlecht ist. Manche von euch würden wahrscheinlich sogar nochmal alle Harry Potter Filme schauen. Und genau darauf baut auch Netflix. Die am 7. März startende Zauberer-Serie The Order wird nämlich derzeit als Harry Potter für Erwachsene beworben. Ein junger College-Student entdeckt einen geheimen Zaubererorden an seiner Universität. Und fortan ist die Angst vorm nächsten Mathe-Test seine geringste Sorge. Der Trailer versprüht auf mich zwar noch keinen Harry Potter-Charme, aber wirkt mit einer Mischung aus Buffy und Sabrina zumindest recht unterhaltsam. Das soll natürlich nicht heißen, dass Harry Potter nichts für Erwachsene ist. Auch am 7. März startet auf RTL Crime die Zeitreiseserie Timeless. Darin stiehlt ein Ex-NSA-Agent eine experimentelle Zeitmaschine. Anschließend werden eine Geschichtsprofessorin, ein Soldat und ein Techniker damit beauftragt, mit einem zweiten Prototyp hinterherzureisen und das Eingreifen des Agenten in das Zeitgeschehen zu verhindern. Dass man mit Prototypen sehr vorsichtig sein muss und sie besonders gut vor seinen Mitschülern schützen muss, habe ich ja bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Schließlich wäre sonst ich jetzt derjenige gewesen, der durch die Erfindung der Hülle für den Bleistift in einem Geldspeicher schwimmen gehen könnte. Und ja, der zweite Prototyp war sogar wasserabweisend. Leider war er nicht DJ-abweisend. Nun gut, um wieder auf andere Gedanken zu kommen, kann ich empfehlen, sich ab dem 7. März auf die neuen Z-Nation-Folgen zu stürzen. Sci-Fi strahlt die 5. Staffel zum letzten Mal aus. Hoffentlich übernimmt Netflix anschließend die Low-Budget-Zombie-Serie. Denn ganz ehrlich, wer will schon in einer Welt ohne Marihuana-Zombies leben? In der neuen Staffel erreichen die Protagonisten übrigens endlich New America, wo dem Rassismus ein Ende gesetzt werden soll. Zombies und Menschen sollen endlich gleichgestellt werden und erstmals dürfen auch die Zombies den neuen Präsidenten wählen. Und das gerade mal 100 Jahre, nachdem Frauen in Deutschland das Wahlrecht erhalten haben. So sieht Fortschritt aus, meine lieben Freunde. Wie Fortschritt in der Realität aussehen könnte, zeigt uns Magenta TV ab dem 7. März mit The First. In naher Zukunft werden die ersten Menschen auf den Mars geschickt, um erste Schritte für eine Besiedlung einzuleiten. Die Besatzung bekommt es aber nicht mit wild gewordenen Bordcomputern oder schreienden Aliens zu tun, sondern werden durch die emotionalen und sozialen Probleme bereits an ihre Grenzen gebracht. Die Astronauten stehen ebenso im Mittelpunkt wie ihre Angehörigen, die auf der Erde zurückbleiben. Wer gerade bei Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. im Mittelpunkt steht, kann ich euch leider nicht verraten. Ich bin irgendwo in Staffel 3 hängen geblieben. Staffel 4 feiert aber am 9. März auf RTL 2 seine Free-TV-Premiere. Wer von euch das noch schaut, habe ich gerade nicht mehr im Blick. Allerdings weiß ich, dass sich Christian über die Fortsetzung von American Gods freuen dürfte. Staffel 2 könnt ihr ab dem 11. März auf Amazon schauen. Die alten Götter werden ihren Krieg gegen die neuen fortsetzen. Inwieweit Gott dabei eine Chance gegen das Internet hat, werden wir ja noch sehen. Ich habe ja bereits versprochen, sobald ich eine Serie für Mene finde, werde ich die fröhlich anpreisen und was soll ich sagen, Wall Street Crash ist ja wohl das Schlagwort schlechthin. Genau das verrät auch bereits der Titel, denn in Black Monday geht es um den 19. Oktober 1987, der als schwarzer Montag in die Geschichte einging. Die Comedy-Serie beleuchtet eine Gruppe von Außenseitern, die es mit den großen Tieren der Wall Street aufnehmen und damit das größte Finanzsystem der Welt crashen will. Im Trailer crashen sie außerdem noch einen Lamborghini und ein Glasdach.
Ich bin mir ganz sicher, dass die damaligen Geschehnisse 1:1 dargestellt und in keinster Weise dramaturgisch ausgeschmückt werden. No fake news, alles real, kein Bluescreen. Ganz im Gegenteil zum blauen Will Smith, den wir als neuestes Mitglied der Blue Man Group in den finalen Folgen Arrested Development zu sehen bekommen. Ah ne, hoppla, das war ja der neue Trailer für die Schlümpfe. In Arrested Development wird es natürlich nur eine Person geben, die ohne Beschwerden Bluefacing betreiben darf. So oder so, endlich wird die 5. Staffel fortgesetzt. Die letzten 8 Folgen der hochgelobten Comedy-Serie laufen ab dem 15. März auf Netflix. Am gleichen Tag wird es auch nochmal richtig abgedreht. In Love, Death and Robots bekommen wir verschiedene Kurzgeschichten mit genau diesem Thema. Inge hat mich zwar auch schon gefragt, um was es eigentlich geht, aber eine genaue Handlung kann ich euch auch noch nicht verraten, denn der Trailer ist mir einfach viel zu krass. Ich drehe euch einfach mal kurz den Ton an, dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen. Mega geil! Einen ähnlichen Soundtrack erwarte ich mir übrigens auch von Goblin Slayer. Auf Pro7 Max startet am 22. März die neue Anime-Serie. Das Setting und die Charaktere erinnern dabei schon stark an ein typisches Rollenspielabenteuer. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, ob der Goblin Slayer jetzt gut oder böse ist. Wahrscheinlich auch egal, manchmal muss man sich bekanntermaßen einfach damit abfinden, nicht der Held der Geschichte zu sein. Ah ja, wie es sich für einen anständigen Anime gehört, Brüste gibt's natürlich auch. Nachdem ihr jetzt alle wieder wach seid, es tut sich auch was im Star Wars Universum. Auf Episode 9 müssen wir zwar noch bis Ende des Jahres warten, aber auf dem Disney Channel könnt ihr ab dem 25. März die Vorgeschichte von Episode 7 erleben. Also nicht Episode 3, sondern das, was dann danach kam. Also nicht Episode 4 bis 6, weil die spielen ja noch davor, sondern das dann danach und vor dem 9, was jetzt als letztes so ins Kino kam, so. Voll easy, die Zeitlinie von Star Wars zu erklären. Die Rede ist auf jeden Fall von Star Wars Resistance und im Fokus steht eine neue Figur. Der Pilot Katsuda Xiono von den Rebellen soll die immer stärker werdende Militärmacht der First Order ausspionieren. Mit BB-8, Poe Dameron und Captain Phasma sind aber auch bereits bekannte Charaktere dabei. Mal sehen, ob Julia der Look gefällt, ich find's ja ein wenig zu übertrieben auf Hochglanz poliert. Mit Osmosis startet dann am 29. März eine sehr interessant klingende französische Sci-Fi-Serie auf Netflix. Bisher gibt es leider noch keinen Trailer, aber es geht um eine Dating-App, die Menschen nach eingehender Untersuchung des Gehirns mit dem vermeintlich perfekten Partner verkuppelt. Die Story klingt also ähnlich wie die Black Mirror-Folge Hang the DJ. Ich bin schon mal gespannt, ob sich das Konzept über eine komplette Staffel und eventuell ja sogar darüber hinaus ausweiten lässt. Mit Santa Clarita Diet wird am 29. März ebenfalls eine weitere Zombie-Serie der etwas anderen Art fortgesetzt. Drew Barrymore muss sich neben ihrem Hunger auf Menschenfleisch schließlich auch noch um ihre Familie kümmern. Und zu guter Letzt habe ich noch Gerüchte gehört, dass Netflix den Trailer Park Boys eine animierte Serie spendiert. Angeblich soll Trailer Park Boys The Animated Series am 31. März anlaufen. Offizielle Bestätigungen habe ich dazu aber noch nicht gefunden. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Hab mich heute ein bisschen kürzer gefasst. Ich hab nämlich ziemlichen Hunger. Fühlt sich an, als hätte ich 10 Tage nichts gegessen und nur Saft mit Salzwasser getrunken. Ich gehe also was schnabulieren und ihr checkt einfach nochmal, ob ihr tatsächlich auch alle Serienstarts vom Februar mitbekommen habt. Nebenbei könnt ihr mir ja noch verraten, was ihr denn tatsächlich machen würdet, wenn der Weltuntergang in ein paar Tagen droht. Ich hab ja nur wild spekuliert.